Oha, was ist das? Ja, nehme ich mit. Gib mir das. Oha, warum kriege ich das alles? Warum schenken die mir Sachen? Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei im 5. Jahr aufgenommen wurden. Das Schuljahr beginnt am 1. September. Die ersten Materialien wurden für Sie abgeholt und werden Sie auf Ihrer Reise zum Schloss begleiten. Wie Sie vielleicht wissen, verbietet der Erlass zu vernunftgemäßen Beschränkungen der Zauberei Minderjährige die Anwendung von Magie durch Personen unter 17 Jahren außerhalb der Schule. Aufgrund ihrer besonderen Umstände hat das Ministerium jedoch kulanterweise zugestimmt, dass Professor Eliazza ihnen dabei hilft, ihre Zauberkünste zu verbessern, bevor er sie von London zum Schloss begleitet, wo sie am Festmahl und der Einführungsfeier teilnehmen werden. Mit freundlichen Grüßen, Mathilda Weasley, stellvertretende Schulleiterin. Hey, der heißt so, Herr W. Da müssen wir unseren Charakter jetzt erstellen, oder? Wir müssen jetzt einen finden, der mir am ähnlichsten ausschaut. Warum in keinem scheiß Spiel blonde, langhaarige Damen? Also blonde Damen mit langen Haaren, fast in keinem scheiß Game. Ey, ich weiß nicht, welche, was mir am meisten ähnelt. Irgendwie sieht gar nicht so nach mir aus. Passt. Und es ist, passt es zu dem, was ich jetzt hab. Von mir aus kann's losgehen. Das sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Ich sag, ich bin Stimme 1. Wunderbar. Ich bin zwar noch Schülerin, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen zu helfen. Von mir aus kann's losgehen. Von mir aus kann's losgehen. Vorname, Honey, Nachnamen, Puh, dein Träumchen. Später, ja, hoffentlich. Gut, dich noch vor der Shuttle-Reise zu sehen. Gerade so. Und wer ist deine Reisebegleitung? Ein Neuzugang. Neu? Ja, Sir. Ich fange in der 5. Klasse an. Außergewöhnlich. In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Danke für den Support. Rebecca, danke fürs Support am 8. Aber da die anderen 5-Klässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit 4 Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Ja, Beste. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Professor Fig ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer, als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Ministerium? Oh. Hast du das gesehen? Wir müssen uns von ihm fernhalten. Oh ja. Oh, guck mal. Es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Da bin ich ungeschminkt. Ich muss das Ministerium noch überzeugen. Aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eleazar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Renrock. Fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eleazar. Mhm. Es kam per Eule. Aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Renrock. Ich kann es nicht öffnen. Vor wem? Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Text ist wichtig, das sieht die Leute. Das Koboldmetall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Oh, ich bin was Besonderes. Bei Merlins Bart. Wie haben Sie... Halt! Wir wissen nicht was. Oh, der ist weg! Oh Gott, der hat's weggerippt. Ich hab Gänsehaut!
Ich hab ehrlich Gänsehaut. Ich weiß, seht ihr den? Ihre Hand still! Warum ist da ein Drache? Ich will auch einen Drachen haben. Ist süß. Alles in Ordnung? Sie sind verletzt. Nur ein bisschen. Nehmen Sie. Du kannst mich gerne dieser Mega-Power-Tank bringt Sie schnell wieder auf die Beine. Oh. Nur ein bisschen. Fast tot unten rechts. Ein Traum. Was ist passiert? Armer George. Warum musste er... Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen? Ein Drache würde niemals... Professor? Sir? Ich muss mal die Wäsche rausräumen. Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Portschlüssel. Portschlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Ich fühle mich besser, Sir, falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum? Ja, Professor, chill mal deine Eier. Kann ich laufen? Boah, okay, wie schön sieht das aus? Boah. Wie weit hat uns der Portschlüssel da geführt? Würde ich gern wohnen. Weiter weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind irgendwo im schottischen Hochland. Sir, diese Ruinen, glauben Sie... Der Portschlüssel sollte uns herführen, das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Miriam hat George den Portschlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es ihnen gut geht und sie nichts dagegen haben... I see, best for gaming. Ich würde mich gern umsehen. Aber natürlich, das ist echt krass. Lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen, wie verblasst er auch sein mag. Boah, ey, ich bin so hyped. Presio, dann fließt er am dritten. Ich habe so viel Gutes darüber gehört. Schön aufpassen. Komm, Professor Fick. Woher hatte Ihre Frau den Portschlüssel, der uns herbrachte? Warum habe ich gerade eine Rolle gemacht? Eine gute Frage. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Nee. Ein Kevin, dann bist du am zweiten. Magie? Hallo? Hallo? Ja, eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschen. Sie scheint vergessen worden zu sein. Boah. Okay. Oh, ups. Ist dein Haupt auch diese alten Magie? Aber Sir, warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Boah, das wäre ich. Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist. Obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders als jede andere Macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Ja, und ich bin ein guter Magier. Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns Ihr Können mit dem Zauberstab an. Fokus auf das Zentrum. Okay. Ich fokussiere auf das Zentrum. Ausgezeichnet. Jetzt wird gesuchtet. Unser Professor. Oh, guck mal, wie slide hier runter. Das war etwas holpriger als erwartet. Ja. Oh, was ist das? Wow, sie danke dir für den Raid. Ich mache in der Zeit einfach mal ein paar Sachen kaputt. Ihr Können verbessert sich immer weiter. Danke, Sir. Kann ich zufällig Professor Fick töten? Aber was bringt mir das, die kaputt zu machen? Irgendwie ist da nichts drin. Oh. Oh. Ja. Hä? Ich habe das geöffnet und da war nichts drin. Nicht mehr weit. Leichter fahren.
Erfahrung kannst du sammeln. Doch 64 Gold, ist es viel? Oder sagt ihr, okay, das ist geringverdienermäßig? Reparo! Reparo! Oh mein Gott, das ist so gut. Für mich ist das wie ein halber Film, ich muss Chips dabei essen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber für mich, wenn es so ein halber Film, dann muss ich immer irgendwie Chips oder irgendwas snacken nebenbei. Wie lange dauert das, bis wir in Hogwarts sind? Nur die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört. Was nicht hierher gehört. Die Minikarte zeigt deine Umgebung an mit dir in der Mitte. Dies ist ein aktuelles Ziel. Okay. Professor, es ist so eine Art Wandbild. Vielleicht hellseherisch begabt. Interessant. Ja, wie cool sieht das aus? Müssen wir vielleicht hier so hoch? Ja, komm, spring. Oder wir müssen das Ding hier verstehen. Okay, vielleicht müssen wir das mit dem Bild verstehen. Schauen wir uns das Bild an. Er hat eine Kugel in der Hand, viele Goldelemente. Da oben ist ein Vogel. Wir haben Karten, wir haben ein Buch, wichtig. Ja, hell sehen. In die Sterne. Vielleicht ist da was. Vielleicht müssen wir da oben durch. Müssen wir hier hochklettern? Oder wir müssen einfach hier rum. Ich lese gerade den Chat fast gar nicht. Okay, uns versuchen. Professor, ich lese ihn schon, aber. Statue. Vielleicht war die sobald ich habe gerade BSG gelesen, deswegen war ich schon raus. Ich bin Ravenclaw. Nein, ich bin Slytherin! Hellseher, okay, haben wir vielleicht noch eine Statue? Irgendwann bin ich stuck, sag ich euch, wie es ist. Ist immer so. Wie cool wäre es, wenn man so ein Leben in Real Life hätte? So zaubermäßig. Ich glaube, gäbe es eine Zauberwelt, wäre ich einfach. Bei meinem Glück wäre ich trotzdem ein Kackenmuggel. Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er nur blockieren? Was ist das? Professor Fig! Professor Fig, komm! Oh, ist das Hogwarts? Aber warum ist es rot? Wie seltsam. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Wieder das Leuchten, wie auf dem Portschlüsselbehälter. Ich bin besonders. First I thought you had a British accent, then I realized you were German. Morning. Okay. Den Weg nach Hogwarts. Ja, ich will da rein. Untersuchen. Komm, Professor Fig. Was mit Merlins Namen? Was haben die alle mit Merlin? Ich frage mich, wie lange es her ist, dass der gestorben ist. Wo sind wir? Das glaube ich nicht. Hallo? Oh mein Gott. Da ist ein Troll. Also, wie heißen die? Ekligen. Der heißt Professor Fig. Merlin war der allererste Zauberer. Wie alt ist er und wann ist er gestorben? Kobold, danke. Boah, den kennen wir doch aus dem Film. Den kennen wir! Oder? Oder seinen Kollegen. Unmöglich. Einen Moment. Boah, ist der hässlich. Merlin war auch Schüler in Hogwarts. Hey, was denn jetzt? Graf, dann kriegst du einen zweiten. Willkommen dritten. Bei Gringotts Zaubererbank. Oh! Verlies 12, nehme ich an. Wieso 12? Ganz genau. Schlüssel? Der Schlüssel ihrer Frau. Oh, ja, natürlich.
krass, die Frau hat es hinbekommen, ein Portal zu kreieren, aber nur ich sehe dieses Portal. Bleiben Sie bei mir. Und der Schlüssel ist halt einfach für die Bank gewesen. Ja, danke, da ist er mit Rückgang. Lass er dann bis am 13. Nach ihm. Er war Schüler und wurde dem Haus, was ist es? Slytherin zugeteilt. Merlin war Slytherin. Nein. Nein. Lassen Sie Ihre Hände im Wagen. Und wie alt ist er? Wann wurde Hogwarts gegründet? Welches Jahr haben wir jetzt? Das würde mich interessieren. Jetzt ist angefangen. Er war Slytherin, hätte ich nicht gedacht, sage ich euch, wie es ist. 982. Wie viele Verliese gibt es in Gringotts? Hunderte. Auf dem Weg zu Verlies Nummer 12 sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Haupt von ihm. Diese Verliese sind am neuesten. Sind private Eingänge in die Bank Gringotts normal? Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder beidem könnte solch einen Dienst beanspruchen. Gut, die Luft anhalten. Wie cool ist das? Bitte? Der Wasserfall entfernt alle Verzauberungen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, wie ich sehe. Hab ich gehört. Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie tief geht es denn? Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Festhalten, ein gutes Stück liegt noch vor uns. Verlies Nummer... Guck nicht so grimmig. 12. Verlies 12. Ein großer Tag. Weiterfahren. Der hat rote Augen, das ist komisch. Müssen wir uns im Kopf behalten. Der ist verzaubert. Professor, Das Armband, das der Kobold trug, hat geleuchtet. Wie das Leuchten auf dem Portschlüsselbehälter. Nein, dunkler. Es war auch auf dem Halsband des Drachen. Okay. Wie meinen? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. Da sind wir. Boah. Die Musik, ey, Mann, ich krieg Gänsehaut. Ist es schlimm? Wann wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Holy shit. Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. Ich hab gerade erst angefangen. In all der Zeit war niemand je... Laut Test Slytherin. Bis zum heutigen Tag. Verlies 12. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Langsam geht's rein. Was okay, meinen Sie, wonach wir suchen sollen? Was haben wir hier? Ich weiß nicht. Leuchtende Wand wieder? Vielleicht können Sie... Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! Ja, voll. Professor? Das kam jetzt wirklich unerwartet. Ich verfluche deine Ehefrau, Professor. Ich muss denken. Hier muss doch irgendetwas sein. Da ist schon wieder diese leuchtende Wand, damit kommt man sehr viel raus. Revelio vielleicht. Revelio? Ja, ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten. Okay. Lass mich zaubern. Ich mach das, keine Sorge. Revelio!
Elio! Da, da war etwas. Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Ich muss ja so machen. Da ist das Symbol wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Doch, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor. Ich will aber hier mir die Seiten noch anschauen. Die Liebe zum Detail. Warum sind hier verschiedene Zahlen? Was bedeuten die römischen Zahlen? Ich wollte gerade den Lichtmod anmachen. Revelio. Also, wie macht ihr das? Revelio. Keine Konsole. Lumos! Das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Sag mir, wie ich Lumos mache. Was meinen Sie, unseren Weg heraus verdienen? Glauben Sie, das ist eine Art Test? Genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Mir nach. Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Revelio. Kollege, sag mir doch, wie ich Lumos mache, bitte. Das ist ganz einfach. Aber ich will auch Licht haben. Jetzt Kisten suchen, aber wie ohne Licht? Oh, das große Deck. Ich habe Angst vor der Dunkelheit. Es muss endlich sein. Oh, ich sehe hier fast gar nichts. Ich sehe da vorne etwas. Was ist es? Das Leuchten wieder, aber auf dem Boden. Boah, es schallert komplett, Leute, diese Uhrzeit. Ah, mein Zeh. Ich hab den geknickt, ich Idiot. In welches Haus gehst du? Was würdest du mir schätzen? Ich kaufe heute die Kostüme für den Stream. Und hoffen wir, dass so schnell wie möglich mein Kostüm ankommt. Das Geräusch. Ist das gruselig? Ist das cringe? Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir, mir geht's gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Welche Statue? Hey Mann, Professor Victor, du bist so useless. Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Revelio! Ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das stimmt. Das Spiegelbild ist noch da, aber die Position der Statue passt nicht. Halt! Als Sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Vielleicht hilft hier ja Lumos. Let's go. Bin bereit. Lumos! Sehr gut. Und jetzt dreht sich das Spiegelbild Lumos zu mir. Es folgt wirklich dem Licht. Das ist genial. Das Spiel ist genial. Das ist so geil. Ey, die ersten 10 Minuten haben schon Bock gemacht. Ich kann auch nicht das.
Scheiß auf, ich bitte mach mal alles. Ich bin gleich tot. Mann, aus Maul! Okay, sieh dir deine Ziele. Nein! Oh mein Gott, Entschuldigung, ich muss. Ja, komm, schub! Der TV ist Shazam! Im Guardium, die. Oh, Entschuldigung! Oh, ich bin gleich tot! Ich bin gleich tot! Professor! Levioso! Levioso! Warum kommen denn immer mehr? Ey, Professor, ich bin gleich dead. Professor, ich bin gleich dead. Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Lomas! Kommen Sie! Ja, ich bin da. Der Professor ist abgehauen. Ich glaub's nicht. Professor? Er hat Professor mich allein gelassen. Professor, wo sind Sie? Das ist nicht gut. Wohin soll ich nur gehen? Was ist hier los? Die Spuren der Magie scheinen mich irgendwo hinzuführen. Der Professor war so, alright, I'm a head out. Du machst das schon selber. Führen Sie mich. Das Leuchten wieder. Aha. Ey, muss echt nicht sein. Nee. Lumos. Revelio. Ich bin wohl auf mich allein gestellt. Och, nee. Och, nee. Aber keine Wahl. Ich muss die Statuen vor ihre Spiegelbilder schieben. Super! Lumos, ey, das ist der Beste. Boah. Ich spiele auf Medium, also normal. Oh, halte Q während Protektor gedrückt, um Gegner mit einem Super-Konter zu betäuben. Sind Sie hier? Wir haben Sie. Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Ich habe das gefunden, schwebend über dem Becken. Es ist mehr als das. Was ein nächstes Chips nehmen wir, weil es mich wie ein Film ist. Um Erinnerung zu sehen. Mhm. Oh, ein Chip mal verloren. Sehen. Egal. Oh, das erinnert mich an der Szene aus dem Film.
eine Erinnerung? Bist du böse oder gut? Ich hab mir so Gänsehaut. Das kannst du keinem erzählen. Wegen der Musik auch. Alles ist bereit. Und der Portschlüssel? Ist gut versteckt. Ich frage mich, ob der von uns erschaffene Pfad unmöglich nachzuverfolgen ist. Es ist nur möglich für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht, so wie ich. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen. Wir vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an. Wissen, das andere unbedingt besitzen wollen. Ja, und wenn wir recht haben, Charles, dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das Wissen und die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Wir haben alles getan. Wow. Ja, das ist aber easy für jeden. Also das Leuchten, das sie umgibt. Ja, Sir. Erstaunlich. Sehe ich etwa Magie? Spuren alter Magie genau genommen. Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Ich bin besonders, Leute. Aber nie. Miriam und vielleicht George starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und sie, scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem. Wir... Sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Da kommt jemand. Wer war das? Ich weiß nicht. Aber Sir, Sie sollten nicht hier sein. Wusste ich's doch. Warum kommen die rein? Renrock. Hole Fritte, danke fürs Mein Ruf scheint mir vorauszueilen. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gebt mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Sorry. Sir, Sie hatten den Verliesschlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren. Ja. Ich bin die Besondere, Sir, nicht du. Es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt. Der ist tot. Und sie hatten keinen. Der Arme. Ich habe keine Geduld für Verräter. Nun, wo waren wir? Ich gebe Ihnen gar nichts. Tja, vielleicht ist ja die junge Dame hier hilfsbereiter. Der macht's aber auf Nabokovsky. Alles in Ordnung? Ja, Sir. So ein mächtiger Kobold. Meine Magie scheint ihn gar nichts anzuhaben. Wo sind wir? Unmöglich.
Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu, wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los, die Einführungsfeier wartet auf uns. Let's go! Dieses Game wollten die canceln, ich kann es nicht mehr. Oh Gott, ist das geil gewesen. Die Einführung allein war so geil. Das war einfach nur das Intro und es war so geil. Sonst sind die Intros meistens so fucking boring.